gut was geschafft schon mal. Das ist schön. So, dann haben wir nur noch eigentlich die Dinger in Novigrad. Nebenquests haben wir auch noch ein bisschen was zu tun. Hexeaufträge, ja, auch alles in Novigrad. Ansonsten, ja, wäre jetzt das Quest mit Ihmchen hier dran. Sollten wir jetzt vielleicht auch angehen, denn die ganzen... Boah, diese ganzen Fragezeichen hier, ey, wirst du irre. Da wirst du echt nur irre. Vor allen Dingen alles so viel auf dem Wasser, ne? Das ist schlimm. So. Uno momento. Diese Gegend ist auch so schön. Oh, nehmen wir mit das Länzchen und jetzt gucken wir mal. Du bist nicht aus Nilfgaard, oder? Nee, wir sind nicht aus Nilfgaard. Wir sind woanders her. Weißt du, mein Papa ist besser gekämpft gegen die Schwarzen. Ich habe gehört, dass gestern statt der Fische die Nilfgaarder angebissen haben. Oh ja, einen habe ich selber rausgezogen. Der hing an einer Planke. Er hat mir einen Gold. Oh, pardon. Man sollte schon vernünftig... Alter, was ist denn hier los, ey? So. Schon gut. Hör auf damit. Du machst mich das bezweifelt. Ja, Geralt? Wenn wir den Sonnenstein einsetzen, wie kommst du darauf, dass Eredin es nicht herausfindet? Ich bezweifle, dass er glaubt, die Elfen der Weißen Flotte hätten plötzlich Sehnsucht nach ihm gekriegt. Wir können das Signal ändern, das der Sonnenstein aussendet. Unwahrscheinlich, dass Eredin den Ursprung erkennt. Das ist nicht das einzige Artefakt, das diese Kraft hat. Es gibt noch mehr? Großartig. Erklärst du mir dann, warum ich wegen diesem hier ganz Skellige auf den Kopf stellen musste? Der Sonnenstein war am einfachsten zu finden, glaub mir. Okay. Wir waren in deinem Labor. Ihr habt hoffentlich keine Unordnung gemacht. Du hast nicht erwähnt, dass du die beste Informationsquelle der NL-Elfen hinsichtlich Ciris Fähigkeiten warst. Ich habe viele Dinge nicht erwähnt. Zum Glück sind sie nicht mehr wichtig. Deine Experimente mit dem Gen, dem älteren Blut, die sind nicht wichtig? Ich habe die Studien verfolgt, um Ciri zu schützen. Um Lara Dorrans Blut zu schützen, durch wessen Adern es auch strömt. Wir haben in deinem Labor jemanden getroffen. Tatsächlich? Eine Elfin. Sie hat behauptet, dass du Ciri hast. Wie passt das dazu, dass du sie um jeden Preis beschützen willst? Nicht. Du erwartest doch nicht, dass ich dir meine Gefühle offenbare, oder? Na doch. Eigentlich schon. Warum wird denn das die ganze Zeit so komisch übersprungen? Das macht mich auch gerade komisch. Du hast Ciri eingesperrt, als du sie zum ersten Mal getroffen hast. Jetzt beschützt du sie und bekämpfst deinesgleichen. Ziemliche Kehrtwende. Erstens habe ich sie nicht eingesperrt. Sie hat mich gefunden. Es war ihr Schicksal. Ja, natürlich. Und zweitens, warum hilfst du ihr? Weil sie eine Gefahr ist. Eine tödliche. Du siehst in ihr einen Menschen, einen Schützling, sogar eine Tochter. Ich sehe in ihr das ältere Blut. Eine Kraft, die die Welt zerstören kann, die unter keinen Umständen in Eredins machtgierige Hände fallen darf. Unsere Motive sind verschieden, ja. Und doch verfolgen wir dasselbe Ziel. Es wäre gut, wenn du mir vertraust. Oder es zumindest versuchst. Tja. Wir fragen erstmal weiter. Erzähl mir mehr über Karantir. Kennst du ihn gut? Ihn kennen? Ich habe ihn gezüchtet. Du meinst wohl aufgezogen? Nein, Geralt. Ich habe ihn lange vor seiner Geburt geformt. Viele Jahrhunderte habe ich fähige Elfenpaare zusammengeführt, die Zeit und Raum beeinflussen konnten. Er ist das Ergebnis dieser Mühen. Karantir, das goldene Kind. Das goldene Kind, das zu einem Verbrecher wurde.
Mhm. Nette Welt, die ihr in Elida habt. Man könnte sich glatt in sie verlieben. Sag mir, wie macht ihr das? Ihr sitzt da und spielt Flöte, malt brünftige Einhörner in prachtvollen Landschaften, baut reich verzierte Türme und dann bringt ihr uns um, ohne mit der Wimper zu zucken, ohne Schuldgefühle. Wie? Fühlt ihr Menschen euch schuldig, wenn ihr Enzeide tötet? Oder Zwerge? Oder Dryaden? Wir sind gleich, weil wir gleichermaßen fest an die Unterlegenheit anderer glauben. Also, der ist mir irgendwie noch suspekt. Wie es aussieht, wird Ciri deine Hilfe bald nicht mehr brauchen. Und deine auch nicht. Stimmt. Sie wird tun, was sie will. Und ich unterstütze sie. Was ist mit dir? Bist du bereit, sie ihr eigenes Leben leben zu lassen? Ich werde sie zu nichts zwingen, wenn das deine Frage ist. Mhm. Geht es Margarita besser? Ich konnte die Geweberegeneration beschleunigen. Sie fühlt sich viel besser. Sehr schön. Wir sollten Eredin so schnell wie möglich herbringen. Sonst steht zu befürchten, dass deine Zauberinnen sich noch zerstreiten. Ja. Okay, alles klar. Dann mal los. Wir haben den Sonnenstein gefunden. Gealpans Geschenk der Weißen Flotte an Dilian. Der Legende nach hat sie den Stein nie eingesetzt. Und Gealpan starb vor Kummer. So lange lassen wir Eredin nicht warten. Ich glaube, wir sind soweit. Denk dran. Wenn wir dies tun, gibt es kein Zurück mehr. Ah, alles klar. Na komm. Ich bin bereit. Höchste Zeit, dass wir Segel setzen. Und Vic wartet. Na dann los. Na, es wird jetzt interessant. Aber längst noch nicht alles gesehen. Die ganzen Fragezeichen noch und oh, da können wir noch mehrere Stunden drin versenken, wenn es danach geht. Und wir haben noch nicht mal das DLC gesehen. Oder eins der beiden DLCs. Ihr postiert euch auf den Klippen. Hier. Hier und... Danke. Ich glaube, wir wissen, wie man einen Kreis bildet. Sogar die, die gerade keine Augen haben. Ich will nur vermeiden... Oh, Geralt. Auf dich haben wir gewartet. Hm. Ja, sarkastisch. Komm. Wirklich? Mir scheint, ihr habt schon angefangen. Wir haben Fragen magischer Natur besprochen. Nichts, was dich besonders interessieren würde. Klar. Ich bin ja nur ein schlichter Hexer. Keine Sorge. Schlichtheit hat auch ihren Reiz. Du wolltest deinen Plan erläutern. Er ist einfach. Aber nicht unbedingt einfach umzusetzen. Ich aktiviere den Sonnenstein. Wenn Karanti auf den Ruf reagiert, müsste die Nagelfahr kurz darauf in der Bucht erscheinen. Die Loge muss verhindern, dass das Schiff in die Welt der Enelle zurückkehrt, während die kaiserliche Flotte den Fluchtweg zur See abschneidet. Und dann muss das 7. Imlak-Infanterieregiment unter Herzog War Atre es entern. Mit deiner Hilfe. Okay. Was ist mit dir? Wo wirst du sein? Ich warte als Reserve. Wenn etwas schief geht, greife ich ein. Mhm. Wie ein General, der seine Truppen vom Hügel aus kommandiert. Tutest du ins Horn oder schickst du uns Boten? Welch feine Ironie. Doch womit habe ich sie verdient? Hast du Grund, an meinen Absichten zu zweifeln? Meine Damen und Herren, bitte weniger Worte und mehr Taten. Schwestern, wir müssen auf die Klippen steigen. Ja, ja. Viel Glück. Ich traue dem Typen nicht. Dem Plan fehlt ein wichtiges Element. Was ist mit Ciri? Cirael wird warten, in sicherer Entfernung von der Nagelfahr. Das gefällt ihr nicht? Lass mich raten, so hattest du dir das nicht gedacht. Nein, ich wollte mit dir gehen, so hatte ich mir das gedacht. Aber das lasse ich nicht zu, viel zu gefährlich. Hm. Du hast nicht das Recht, sie herumzukommandieren. Amüsant.
Zirael hat das Gleiche gesagt, nur viel lauter. Mhm. Doch, ich habe dieses Recht. Nur ich weiß, wie man den Sonnenstein aktiviert. Und ich tue es zu meinen Bedingungen oder gar nicht. Zirael hat die Stärke meines Arguments erkannt. Zweifellos wirst du das auch. Ich kann dir ja mal das Schwert an die Kehle halten. Zirael, schwörst du am Ufer zu bleiben? Habe ich eine Wahl? Wohin gehst du? Spazieren. Oder ist das auch nicht erlaubt, weil ich mir das Bein brechen könnte? Sarkasmus pur. Oh, finde ich gut. Das ältere Blut kann feurig sein. Das hat sie von ihrem Vater. Das sehe ich anders. M hier ist Pragmatiker, Ciri Idealistin. Idealistin? Wovon sprichst du? Nicht wichtig. Alles ist wichtig in Bezug auf Ciri. Wenn du noch was erledigen musst, dir Tränke brauen oder was auch immer willst, mach es jetzt. Später wirst du nicht mehr dazu kommen. Ich warte bei den Boten und den Soldaten auf dich. Na denn, FFN. Yen, warum bist du hier? Um dich zu sehen. Ist was passiert? Noch nicht, aber bestimmt bald. Vielleicht überleben wir es nicht. Unsere Chancen stehen schlecht. Wir haben viel durchgemacht und ich will verdammt sein, wenn wir scheitern. Es wird schon gut gehen. Ich bewundere deinen Optimismus. Ich wünschte, ich könnte ihn teilen. Hör zu, wenn das vorbei ist, wenn wir überleben, will ich weg von hier. Weit weg. Und ich wünsche mir, dass du mitkommst. Wohin? Wohin auch immer. Nach Porvis, jenseits der Drachenberge, sogar nach Serikanien. Möglichst weit weg von Politik, Intrigen und diesen höheren Kreisen. Mhm. Ja, komm, wir können unsere Liebe nicht weggehen lassen. Ich würde überall mit dir hingehen. Auf diese Antwort hatte ich gehofft. Geh, Geralt. Avalach wartet schon. Und pass auf dich auf, Hexer. Jawohl, ja. Ach, hier sind wir, auf der Dings. Schau, schau. Ja, das kann ja ein heißer Ritt werden. Auf dünnem Eis. Wir haben noch einen Punkt, den wir, glaube ich, verteilen können. Sollten wir auch tun. Ja, wir haben noch einen Punkt. Machen wir auch. Verkrüppelnde Schläge. Das wäre schon ganz geil. Was haben wir da? Rüstungszerschlagung. Ist auch nett. Das mit 33%, 3% Adrenalingewinn. Wir nehmen das mit. Besser ist das. Der Kaiser wird uns führen. Geradewegs nach Novigrad. Ja, whatever. Sprich mit Avalach, wenn du kampfbereit bist. Ja, wir sind kampfbereit. Es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Es sei denn, wir könnten uns mal was schmieden lassen. Mal sehen, was er kann. Willst du spionieren oder feilschen? Feilschen. Ich möchte, dass du etwas für mich anfertigst. So, zeig mal her. Katzenarmbrust. Kannst du uns was hochpushen? Also mir fehlt immer noch das eine Teil, ne? Bären-Silberschwert. Okay, der Bezwinger. Hab hier. Heuler. Meisterlich gefertigtes Silberschwert. Zutaten fehlen. Melith. Katzensilber.
Unterhänder. Verbessertes Bärensilberschwert. Da fehlt uns immer noch dieses eine Zeugs hier. Nigredo. Nigredo. Die Frage ist, wo kriegen wir das raus? Dann könnten wir mal nicht was hochpushen. Überlegenes Bärensilberschwert. Da fehlt uns dann das hier wieder, ne? Was ist das hier? Albedo. Nigredo und Albedo. Dann könnten wir unsere Waffen hochpushen. Stahlwaffe. Greifenstahlschwert. Katzen. Langschwert von Skellige. Scherbenschwert. Alles so coole Namen und so weiter. Schwert des Ordens der Flammenrose. Ja, ist alles schön, aber es ist, ein Problem ist. Verbessertes Bärenstahlschwert. Wolfstahl, überlegenes Katzenwolf. Art. Plus 5%, Axi. Tja. Reparieren. Lass mal alles. Moment. Den machen wir mal. Handwerk, zerlegen, handeln. Er hat nichts, was wir gebrauchen können, ne? Außer hier, was ist das hier? Meteoritensilberbarren. Verbessertes Bärensilberschwert. Okay, ja, könnten wir kaufen, na klar. Was haben wir hier? Großer Soria. Großer Stribok. Komm, Leder nehmen wir mit. Aber das, was wir brauchen, das hat er nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Zerlegen. Silberschwert. Silber, Amethyst, Bernstein. Leder, Dimeritium, Leder. Heft. Was ist das? Saphirstaub. Nichts, was wir gebrauchen können. Das ist echt unglaublich. Das ist der Hammer, ey. Durchdrungener Staub, das ist alles schön und gut, aber es hilft uns nicht. Ein Saphir, Chitin, Dimeritium, Bernstein, Monster. Eigentlich brauche ich das Amethysten. Kann doch nicht wahr sein, ey, dass wir das nicht zusammenbekommen. Nibok oder wie das heißt. Asche, Asche, ja, super. Monsterblut, hohes Fleisch. Nix, was wir irgendwie gebrauchen können. Ja. Weg damit. Dass wir dafür zahlen müssen, das zerlegen zu dürfen, ist unglaublich. Es ärgert mich, dass wir das nicht finden. So, okay, alles klar. Bis dann. Ah, so, Inventar. Okay, wir sind frei. Silberschaden. Spaltbolzen. Ausrüsten. Die nehmen wir mal mit. Tja, und ansonsten haben wir nichts.
Komm, verarbeiten wir das nochmal. Handwerk. Harz. Keiner, der das hat. Gehärtetes Holz, Grüngold, Harz. Nickel und Kalkum. Ist der Hammer. Ist einfach nur der Hammer. Nigredo, Alchemie. Beschreibung, wir gucken mal. Nigredo. Nigredo. Okay, ich mal gucke jetzt mal. Jetzt muss ich wissen, wo das ist. Das gibt's ja nicht im Glossar. Charaktere, Bücher, Handwerk. Nee, das ist nicht. Alchemie. Tja, ich weiß nicht, wo wir es herkriegen. Speichere einfach mal. Was soll schon schief gehen? Haha. Also, Geralt, bereit? Tja. Na dann los. Schnappen wir uns die Bastarde. Mit Vergnügen, Geralt. Mit Vergnügen. Ich bin gespannt. Ich gebe dir mein Herz? Was für eine Art Zauber soll das sein? Ein alter Liebesbrief, uralt. Wie gesagt, dieser Stein sollte ein Liebespaar vereinen. Ich hätte nie gedacht, dass ich Eredin so etwas mal sagen würde. En verellet Cyrenait. Ada eich blen eidenei. Na dann? Auf geht's. Der Elfenstein hat funktioniert. Sie kommen. Auf geht's. Die wilde Jagd. Ladies, ihr hättet euch mal was anziehen sollen. Krasse Augen hat sie. Schon scheiße.
mir nach. Die Nagelfahr muss in der Nähe sein. Mhm. Krasses Schiff. Ah. Stille. Es ist ganz still. Das ist eine Falle. Wir müssen fliehen. Sofort. Diesmal nicht. Nein, Cyrael. Du bist nicht bereit. Du hast keine Kontrolle über deine Kräfte. Ich schaffe das schon. Ciri. Aus dem Weg. Ciri! Das Eis. Ein Zauber. Du musst den Magier finden, der ihn gewirkt hat und seinen Stab zerstören. Nicht nur seinen Stab. Oh, bitte nicht wieder Ciri spielen. Die ist immer so anstrengend. Bitte nicht. Mhm, wir spielen Ciri. Okay, besiege Karant hier. Unter Kontrolle hat, dann geht es ja. Wie gesagt, wenn man es unter Kontrolle hat, ne? Also sie ist super schnell, aber hält ja leider nichts aus. Noch mehr. Ah, oh, Mann, 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 ey. Weiter, weiter, weiter. Da ist er. Schneller. Ah. Nett. Spektakulär. Boah. Spektakulär. Ich glaube, der Stab ist hin. Oh oh. Nicht gut. Mein Herz, Cyrael. Oh mein Herz. Isgardia. Mhm. Oh.
Das ist Geraldo. This land never flowed with milk and honey. You were Witcher. That monster slayer. Have monster trouble. We're not having trouble. We're drinking.